Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Teil 4 Black Flag mit mir, The Gentleman. Ja, was haben wir denn Lustiges erlebt? Eigentlich gar nicht so viel. Wir haben eigentlich soweit einen Großteil der Templer und den Weisen niedergestreckt, sind in der Neuzeit angekommen. Sind dort fast von der Reinkarnation des Weisen niedergestreckt worden, der uns von einem der ersten besetzen lassen wollte. Konnten aber immerhin unsere Seele oder unsere Weste Weins waschen. Und ja. Mein Name ist Sean und da hinten ist Rebecca, meine Komplizin. Hallo. Verflucht gute Arbeit vorhin, meine ich ganz ehrlich, uns all diese Daten zu beschaffen. Ist nur bedauerlich, dass unser Kontaktmann hier drin so ein, Fanatiker war. Das trifft es wohl, schätze ich. Wir nehmen, wen wir kriegen. Genau, sehr gut gesagt. John erschien uns als gute Gelegenheit, tiefer in die Cloud-Server von Abstergo einzudringen und dafür schäme ich mich nicht. Wir ergriffen sie. Nur wussten wir leider nicht, dass er dich dafür eingespannt hatte, als Sündenbock, falls es schief geht. Ich schätze, es hat ja doch noch alles super geklappt. Größtenteils, jedenfalls. Was Sean eigentlich sagen will, ist, wenn du weiter für uns hacken willst, sag Bescheid. John hat dir Sicherheitsfreigabestufe 3 gegeben, bevor er starb. Das solltest du nutzen. Die Assassinen können leider nicht so viel bezahlen wie die Templer. Aber es wird sich trotzdem lohnen. Ah, sieh mal, wir sollten uns kurz fassen, Bex. 20 Sekunden. Ah, richtig. Viel Glück. Mach's gut. Echt gute Arbeit. Echt gut. Klopf dir auf die Schulter. Und frohes Hacken. Ja, gestern Abend hatten wir ja schon einen relativ länglichen Artikel von einem der Rechner extrahiert. Und wie ihr ja gehört habt, kommen wir langsam auch offiziell in Kontakt mit unseren ehemaligen Komplizen. Und daher würde ich jetzt mal sagen, gucken wir doch erstmal, was sonst wir hier noch Spannendes vorfinden. Drauf optimalerweise so, dass ich da reinkomme. Dort möchte ich hinein. Geht doch. Manchmal kann man sich's auch kompliziert machen. Warum gucke ich nicht einfach vorher, statt einfach intuitiv zu versuchen, das Rätsel zu lösen?
unlocks the secrets of our past. Powered by Abstergo Industries Inc. The Memorium 2000. The Memorium S 2000. ABS Lock. Sieht ein bisschen steinzeitlich aus. Das Memorium S 2000 ABS Lock. Computing makes reading possible. Abstergo Industries Inc. Animus MS 3000. Animus MS 3000 ABS M Lock. Das sieht schon ein bisschen leistungsstärker aus als die Kiste. Classified. Abstergo Industries Animus 1.45S. Auch wenn da unten drauf steht Animus 1.09. Animus 1.0. Animus Abstergo. Angetrieben von Abstergo Industries. Interessant. Unabhängig davon sollte ich mal wirklich schauen, was wir hier mit Sicherheitsfreigabe 3 Spannendes finden können. Scheiße. Zu lange gewartet. Und ich bin zu blöd. Endlich. Aber trotzdem wenigstens mal schöne Hacken. Unsere anfänglichen Berichte sagten, Ezio wäre der ideale Kandidat für zukünftige Abstergo-Projekte. Charisma, sein Sexappeal und der trockene Humor verliehen ihm Führungsqualität. Doch der Einfluss des Assassinenordens wurde stärker und beraubte ihn dieser Qualitäten, als er tiefer und tiefer in den Teufelskreis der Rache verfiel. Ezio war bekannt für seine passive Hinnahme des Bösen. Er war auch ein Mann von Widersprüchen. Er predigte Gedankenfreiheit und reiste doch weit über seine Heimat hinaus, um andere zu seinen Idealen zu bekehren. Wie etwa dieses leicht zu beeindruckende chinesische Mädchen, kaum älter als 20. Man beachte diese Tatsache bei der Beobachtung seiner Gesten. Ezios gesamte Persönlichkeit basiert auf Demagogie. Er behauptet, seine Philosophie drehe sich um die Liebe und doch beherrschen Gewalt und Nötigung sein Handeln. Wir sind deshalb zu dem Schluss gelangt, dass es zu riskant ist, Ezio Auditore da Firenze als Marke zu entwickeln. Eine Machbarkeitsanalyse, die in Auftrag gegeben wurde, um Stärken und Schwächen des erworbenen historischen Eigentums einzuschätzen. Oder zu Deutsch, sie haben festgestellt, oh, der ist zu sehr Assassine für unsere
weg. Das heißt, dort müsste ich hin. Das heißt, den müsste ich von dort erreichen. Surrogate Initiative, Test Session 32, January 11th, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Miriam? Miriam, is that you? Are you in here? Bartle! Oh, thank God you're safe. You've been very sick. Bartle, how did they find you? Oh, Jesus, what would they do to you? Has they hurt you at all? I told them nothing. All they do every day is ask about you and that artifact. But I didn't tell them anything. Nothing. I know you didn't, Miriam. But how are you? You aren't hurt? Not badly, no. I'm fine. Good. We need to get a message out to Oscar. Somehow we need to tell him where... Very interesting footage, Eileen. This is Germany, you said, World War II? Most of the memories I've been able to access come from a period where Miriam was imprisoned by Nazis in Cologne. Miriam. Is she still alive? No, she was my husband's... my ex-husband's mother. She passed away about 5 years ago. Well, she was spirited. An impressive lady. Definitely. And the man, Bartle. He made reference to an artifact. Any idea what that is? My team is looking into that, but it's not our first priority. We still need... It is now. Really? You must have other recordings of this woman. Are there any other mentions of this artifact I should know about? Half a dozen or so, yes. What's this about? You have questions. I understand that. I don't have answers for you. Not right now, but I do have money. And if you get me those recordings and bring me any other artifact references you find... then I will triple your operating budget for as long as I can. Triple my budget? My God, what is this? 9 a.m. Monday morning, my office. We have a lot to discuss. But Lillian, I don't... Have a good weekend, Mrs. Bock. Fantastic work. Hello, this is Carl. Hi, it's Eileen. Good. Busy. Cold. The winter's been terrible. Seamus won't like that. The weather's been mild out here. Well, he's only coming for a month. He'll live. And I'll be so busy, he won't have to worry about his mother bothering him. Still working 12-hour days. I should move a bed into my lab. Look, if you're too busy, Seamus can stay with me. No. I want to see him. We'll have fun. You're not too busy to be a mom and a genius. Of course not. His flight lands at 8:15 p.m. tomorrow night. You'll be there? Of course. 8:15. P.M. Let him know you'll be there. Thanks, Carl. I need to run. I'm sorry. Take care. You too. Ah, Eileen. Didn't see you come in. I'm not interrupting? No, it's fine. The subject is unconscious. He's traipsing around 18th century New Orleans right now. In the memories of a woman. That must feel odd. How long has he been under? 83 minutes. Whoa. It's average. What can I do for you? I just wanted to thank you for sending Lillian to see me. She came away very impressed. There. You see, all these bureaucrats need is a little glimpse of our secrets every so often.
They like to feel like they're still in charge. Lillian is most definitely in charge. She just tripled my budget. Tripled? Christ, Eileen. You must have discovered who killed Kennedy. Well, she heard something on one of my tapes that interested her. Something about an artifact. Very vague, but it was enough. An artifact? What sort of artifact? Jesus, get him out of there! Get him out! Oh my God. It'll kill him! He's not decoupled! He's having a fucking seizure! Power down! Now! Heart rate 170! Power down! Now! Eileen, Warren here. I was all ready to apologize for the late call, but you seem to be away. Maybe with your son. Listen, since the unfortunate incident with Subject One, there's been a lot of dire talk around the office about my Animus project, about shutting it down, about it being unsafe. Typical top brass bullshit. And if they shut me down, then your surrogate initiative goes away too. I'm sure you're already well aware of that. Well, let me be the first to reassure you. This will not happen. I will not let them take this from me. From us. I will not let one death of an undiagnosed epileptic, I should add. I will not let this destroy the decades of incredible research done by our predecessors. And the 5 years I've spent perfecting the Animus. There's still more work to be done. And countless rewards to be reaped. So I wanted you to be the first to know. I have decided to volunteer myself as my second subject. I am convinced that the Animus is perfectly safe, provided I stay within the boundaries of my own ancestral bloodline. Next week I plan to prove this by staying a full 4 hours in the Animus. I would be grateful if you and your team would monitor my progress. And after this necessary but ridiculous proof of concept, I give you my word that I will work closely with you to solve your outstanding problems. Your surrogate initiative is a bold idea, and I do believe it is the future of the Animus project. But while we have the Animus itself, I do not want to waste precious opportunities to prove its safety. I'll see you in the office on Monday. Goodbye. Okay. Damit wissen wir auch, was mit Subjekt 1 passiert ist.
verbessern. Ich sollte ein bisschen ruhiger rangehen. Irgendwo habe ich doch da gerade noch ein Taktproblem. Anfängliche Nachforschungen in das Leben von Radon Hagedon konzentrierten sich auf die Zeit seiner späten Jugend bis in seine frühen 30er. Aber unsere Forscher blieben unbeeindruckt von seiner ruhigen und stoischen Art, gepaart mit extremen Wutausbrüchen. Dies war nicht die Art Führungsperson, die wir unterstützen wollten. Wir entschieden uns daher, in seine frühe Kindheit zu tauchen, in der Hoffnung, dass Szenen des vorkolonialen Amerika mehr Anreiz bieten würden. Wie man hier sieht, existiert ein gewisser naiver Charme, eine Unschuld bei diesem Jungen. Leider haben unsere Forscher den Eindruck, dass die Geschichte des jungen Mannes äußerst problematisch ist. Erstens, die Omnipräsenz der Mohawk-Kultur, die nicht das Gleichgewicht aufweist, die ganze Geschichte Amerikas zu erzählen. Und zweitens wäre die Sprache der Mohawk für viele unserer Kunden sicherlich ein Hindernis. Daher glauben wir, dass obwohl Radon Hagedons frühe Jahre für unsere gebildeteren Kunden von Interesse sein mögen, es unwahrscheinlich ist, dass diese Geschichte eine breite Masse anspricht. Sie ist dem normalen Publikum zu fremd. Unser Team empfiehlt auch hier ein Nein. Okay. Dann erstmal nochmal zu den Überwachungskameras. Stop. Gab's hier noch Klebezettel? Negativ. Denn es war ja ein Dreierbereich. Die habe ich noch nicht durchsucht. Spannendes. Dann nochmal die beiden anderen Etagen abklappern, bevor wir wieder in den Anguss verschwinden. Ich wollte schon sagen, habe ich da etwa einen Klebezettel übersehen? Dann fahre ich erstmal in den Keller. Sinnvolle Reihenfolge. Was sie einst erschuf, wurde neu erschaffen und wird sie in einer neuen Form auferstehen lassen. Wunderbar!
Wunderbar. Wunderbar. Ja. Die Welt und ihre ganze digitale Technologie ist nun ein Ausdruck ihres Lebens und ihrer Arbeit, die vor 80.000 Jahren begann. Schade leer. Und nun ist sie gekommen, um sie zurückzufordern. Sie, Geliebte, Wunderschöne, Juno, möge sie uns in das Grau führen. So, ich brauche mal ganz kurz ein bisschen was Bitteres. Hier waren wir ja auf den Geist einer der ersten gestolpert. Kommen wir auf eine der Surrogate Initiative, Test Session 27, October 21st, 1980. Host, Eileen Bock. DNA sample, SB1970. Miriam. Miriam. There's no good reason for you to be here. But your intransigence requires that I detain you until you give me information I can act upon. The location of the artifact, perhaps. Or the whereabouts of your leader. Bartoshing. Just a little something to give Minister Goebbels some encouragement that we are on the right track. How about a nice hug? He looks so sad in all his photographs. Yes, he does, doesn't he? Perhaps you could pay him a visit yourself. He likes beautiful women. Actresses, musicians. Pirates? That's right, pirates. Pirates of the Edelweiss. Isn't that what you kids call yourselves? It's very amusing. And illegal, of course. Breaking Hitler's laws is half the fun. Oh, I imagine so.
I imagine you were having a wonderful time just before we captured you and your insurgent friends. And that's the end of it. Damn it. Why can't we sustain the signal for more than just a few minutes? I need to relax. That's not the issue. This is dangerous work. These memories aren't in your bloodline. That's why it's not holding. There's got to be a solution. Any idea what they mean by the artifact? I've heard it a few times now. Not sure. I don't think Miriam knew either. Not much comes into her mind when she asks about it. But she's protecting the other members of her group, the Edelweiss Pirates or something? Yeah. Bartol Schenk. Have we looked him up? No, we can. We should. Put your intern on it. Right. High priority. Yeah. This isn't getting any easier. Jesus. Hello? Hi, Seamus. It's Mom. Hey. How are you? Dad! It's Mom! Lily? Hi, Carl. How's Seamus? Great. We were out shopping for school clothes. Yeah. The summer just sped by. They all do. I never seem to notice. No windows in the office. Right. Trapped in the lab. So, did you need to talk? Yes, sorry. I was curious about your mother, actually. Oh. Okay. How much did she talk about the war when you were growing up? Not often. Bits and pieces. Why? I was doing some research last week about World War II, and something came up about the Edelweiss Pirates, or the Navajos, and your mother's name popped up. Really? That's an odd coincidence. Does any of that ring a bell? Yeah. Mom ran with that group while the war was on. There were a group of kids who wanted to avoid the Hitler Youth programs, but in later years they escalated their activities to, bigger ideas like vandalism and sabotage. But why Navajos and pirates? Just some of the names they used. Navajos, Edelweiss Pirates, you know, kids. There were little pins, little white flowers. I may still have hers. That's interesting. And this is for work? Researching my mother? Not exactly, but... Sorry, I can't talk about it. Right. You never could. Hey, don't. I didn't mean to be flippant. No. Don't mind me. All for the greater good. I like to think so. All right. Damn it! 5 months of this bullshit! We're floundering. Take it easy, Eileen. You're just stressed. I am not stressed. I'm frustrated. I'd like to go again this afternoon. No. There is no reason to rush this. We're hardly rushing. We're running into the same wall over and over again. Why can't we push through? Why can't you keep me in the Animus longer than 2 minutes? Because surrogate genetic memory data is fragile. The EEG is exploding, and your brain is doing too much work. The longer you stay in, the more damage it does. It's even possible that... Possible that? It's possible the memories we're digging into could eventually overwrite your own. Like information on a tape drive. There's just not enough space in your head to do both. Here I come to save the day! Good afternoon, all. Did you invite him? No. But you did. Remember? That was months ago, Warren. What do you need? I wanted to stop by. Check on your progress. Well, apparently it's still too dangerous to keep me under for more than a few minutes. I always suspected that would be your biggest hurdle. The genetic memory sequencing is the easy part, if time-consuming. But the replay, that's something else. Yes? Let's think this through. My subjects are diving into their own genetic memories. So the information is already encoded in their heads. Which means the Animus has less work to do. Less computing, less parsing. Right. So to get your surrogate data working, to let people experience foreign memories, it'll take a hell of a lot more processing power than anyone has. Even Abstergo Industries. Ideally, we'd like to build an external processor that mirrors as many brain functions as possible. Something to handle the calculations. But the cost and upkeep of that would be... astronomical. Let me see what I can do. I have some sway with Lillian. We won't build Rome in a day, but if we focus on the pretty buildings first, maybe we'll achieve something. Thank you, Warren. Till next, folks.
richtig freundlich, der Village. Wieder zurück in den Animus. Das hilft uns gerade noch nicht weiter beim Hacken. Behördungsbericht eines Agenten, Johanni Otzo Berg, datiert auf den 12.11.2008. Das muss intern durchgesickert sein. Ist ein klassifiziertes Dokument, das auf unserem Netzwerk eingesehen wurde. Dafür sollten Köpfe rollen. Stärken, erfahren, militärische Vergangenheit des Agenten bei den Special Forces und ist definitiv wertvoll. Gehorsam, folgt Anweisungen ohne Fragen. Führungsqualitäten, Agent fehlt es an Raffinesse, inspiriert aber andere zu Loyalität. Engagiert, Agent hat sich unserer Sache voll verschrieben. Definitiv, Potenzial, könnte IS-Material sein. Schwächen, Agent hat junge Tochter, 3 Jahre alt, könnte Belastung sein. Hinweise, Agent ist bereit, größere Herausforderungen anzugehen. Empfohlen werden Führungsaufgaben. Empfohlen wird Einsatz des Agenten in Level 5 Missionen. Vorgelegt von Tibor Hasek. Ein schneidiges Foto von Otzo Berg trägt die Bezeichnung Helsinki, Finnland, 15.12.2012, 13.06 Uhr. Es ist nicht klar, wer das Bild aufgenommen hat und wieso. Das Foto mit der Bezeichnung Florenz, Italien, 30.11.2012, 6.17 Uhr, macht deutlich, dass wir eine undichte Stelle haben. Wer hat überlebt, um dieses Bild zu senden? Abstergo Otzo Berg, Skills, interessant. Ein Foto mit der Bezeichnung Kairo, Ägypten, 9.12.12, 13.43. Dieses Bild trägt die Bezeichnung Kairo, Ägypten, 12.12.2012, 3.21 Uhr. Das Sigma-Team schlägt wieder zu. Der Autor behauptet, Abstergo-Agenten kidnappen William Miles. Aber Miles ist nicht abgebildet. Könnte das bedeuten?
Sigma Unit, Roof Access, Target, Extraction Vehicle. Diese aktualisierte Agentenbeurteilung über Otzeberg ist auf den 3.12.2012 datiert und beweist, dass die undichte Stelle weiter bestand und vielleicht noch immer interessiert. Aktualisierte Stärken bewies ein hohes Maß an Courage, Initiative, Einfallsreichtum und Hingabe. Aktualisierte Schwächen, ausgeprägte Narbe, Gesichtsnarbe von Verbrennung. Wiederherstellungsoperation sollte in Betracht gezogen werden. Hinweise: Nach einem Assassinenangriff, 28.11.2012, sie angehängten Sicherheitsbericht, verfolgte der Agent den Gegner und machte das Florentinische Versteck aus. Agent führt das Sigma-Team gegen die florentinischen Assassinen an, verantwortlich für die Ausschaltung von 3 Assassinen. Überlebte einen Assassinen enthält. Agent sollte nicht für den Verlust seines Teams verantwortlich gemacht werden. Interessant. Haben wir nur noch 2 Etagen. Sean ist nicht mehr am Eingang. Das könnte funktionieren. Surrogate Initiative, Test Session 37, August 9th, 1981. Host, Eileen Bock, DNA sample SB1970. Open! Good morning, Miss Kurtz. You look well, considering the circumstances. Are you rested? Have you eaten? Your friends are dead, Miriam. Bartle Schink and all his navios, his Edelweiss pirates. Executed for 5 counts of murder. It has a trial. You must be proud. There was no need! They were scum! All of them! You hear me? All of you are scum! 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 I see it so clearly now. She didn't break, did they? You have nothing! Quiet, girl! You don't have the artifact. If you did, you wouldn't be talking to me at all. None of yours lay safe! I said none of yours lay safe! Quiet! None!
Get down! Everything! Eileen, open your eyes. Can you hear me? Eileen! Eileen! Power's off! Get the position in here! Step aside, son! Eileen, talk to me. Can you open your eyes? Clear! Oh, God. No spots. Notes towards a speech in honor of Dr. Eileen Bock's premature retirement. When I first learned of Dr. Bock's unfortunate accident, I couldn't help but feel a great sense of loss at... No. Dr. Eileen Bock has and always will be a friend and colleague. When I first learned of her unfortunate accident, I was shocked, of course. To see any friend injured in such a way is deeply upsetting. And to further learn that her injuries were severe enough to force a premature conclusion to her brilliant career, well, I would not wish that fate on anyone. But if there is any solace to be found in her accident, it may be this: that she was injured in service of her research, in service of work that she cherished most dearly. And it is due to her diligence that some of the mysteries of genetic memory have been further illuminated. And while it is true that work on her project, the Surrogate Initiative, as she called it, has been temporarily halted, the copious amount of work she has done over the past 3 years has been incredibly valuable. So while her work has been suspended for the time being, her legacy will most certainly live on. Was für ein ekliger Schleimbolzen. Scheiße. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court,
making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion. Dann knacken wir mal den nächsten. Schade, knappt es lange. Entspann dich. Das funktioniert. Geht doch. February 12, 1981. Qualitative personal interview with Subject 1 on ancestral research regarding Avalon de Grand Prix. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. They've been worse since I started staying in longer. But I don't want to stop. I like her. I want to know what she does next. What's it like? Reliving her memories. So different. The Animus, I mean. The past. At first it was confusing. Distracting. Like New Orleans, the stench. I wasn't expecting all the smells. Smell is the sense most directly linked to memory. When I'm in her memories, it's like I can smell more than I usually can. In general, women have a more acute sense of smell than men do. I had wondered how that would translate. Anything else? Yeah. She's smaller than me, but it's like her body could do more. Did that surprise you? At first, yeah. The ERA people might hate me for this or whatever, but I don't usually think of girls that way. Climbing things. My mom, my sisters. The animal feeling of Aveline sinking her hidden blade in her throat of... Go on. It doesn't feel feminine. What I think of as feminine. But then at the same time, it does. Her center of gravity is way lower. That was a surprise. How easy it is to land. How steady I am on her feet. Sorry. This is hard to talk about. No, it's fascinating. This is what we need. Pure experience, in your own words. Okay. Can you tell me about Gerald Blunk? What about him? He and Avalon were close, but we haven't been able to ascertain if he might be your missing ancestor. Do her memories suggest anything to you? Does this make you uncomfortable? Remember, these are her memories. You're just playing them back. It's not even acting. You're a researcher. Like you say, I haven't experienced her consummating anything. That would be... Anyway, I think maybe she was confused. Oh. Well, first of all, I don't really know for sure, okay?
I mean, guys think about sex more than girls, right? That's a fact. As a researcher, what did you observe? Does it mean she's more like a guy if she thinks about... Is that why she's able to assassinate... Well, okay, here's the thing. I don't know her thoughts, but from what's in her memories, physically, the fidgeting, some hesitation, what she looked at, who she looked away from, the things she didn't say when I expected her to. If I had to guess what it meant, I would think she was thinking about sex. But I'm a guy, so I would think that, right? So what does it mean for women to act that way? It has to mean something else, right? As a subject, you're able to observe more finely than I am in review. What about unwanted attention from men? Well, I thought that would be the hardest thing to deal with. I'm not into that, for the record. Not at all. Yes, I know. But the way she dealt with it, it happens so often. It's like you stop noticing everything she does to avoid it. Crossing the street, eyes in the back of her head. She knew how to handle herself. When she was charming, felt kind of similar to killing. Or the buildup to killing. Can we take a break, Mr. Vidic? Of course. Ready to go on? Yes. Avalyn was black. And white. On her father's side. You're sensitive to that? I guess. I mean, I'm white. Aveline looks black, so that's different. But you get used to it. Like with the girl thing. Until someone makes you not used to it. What do you mean? I don't think I've ever had to think so much about what I'm wearing or how I'm walking. But Aveline, it's like she goes through her whole life in these uniforms. People expect her to behave in a certain way. Definitely. Sometimes I worry I'll slip up and play too relaxed at the warehouse and, I don't know, blow her cover. You can't blow her cover. I know. I'm just replaying the memories. I can't change them, I know. But I see it, right? It's a risk. It's... Stressful? Yes. It's best when she goes out as an assassin. On the roofs or in the bayou. I think she was more relaxed that way. Can you imagine? You're only relaxed when you're going to kill someone. Let's stick to memories rather than imagination. What about the slaves? They're kind of just everywhere. I mean, that sounds bad. Slavery is bad, but no one's acting like slavery's bad. It's fun when she frees slaves. Is it supposed to be fun? We're not looking for supposed to. Focus on what it is. Interessant. Da vorne sind noch zwei Rechner.
Keinen Deut weiter. Gibt es eine Möglichkeit, nach dort zu kommen? Negativ. Eigentlich totes Gebiet. Dort ist auch totes Gebiet. Dort könnte ich anhalten, wie ich von dort käme, aber da komme ich nicht hin, weil es keine Ecke. Dort könnte ich anhalten. Ja, auch dort käme ich nur von dort hin und da ist keine Ecke. Okay. Das wäre mein Weg. Von dort. Gelöst. Ich habe schon mal gesagt, ich sollte eigentlich vorher, statt intuitiv die Teile anzugehen, sie vernünftig versuchen zu lösen. Chat-Archiv. Alle arbeiten am Wochenende. Olivier, Ihre Leute müssen mir bis spätestens Freitag alles zum Observatorium beschaffen. Kriegen Sie das hin? Mel. Nein, sind Sie verrückt? Wir wissen nicht mal, wo es ist. Außerdem ist es Freitag. Ist Freitag Feiertag. Olivier, Feiertag? Wirklich? Wissen Ihre Leute, dass es ein Privileg ist, hier zu arbeiten? Wenn Ihnen etwas an Ihren Jobs liegt, kommen Sie zur Arbeit. Und es wird auch Ihnen eine Ehre sein. Olivier. Und nein, ich bin nicht verrückt. Ich bekomme viel Druck von Letizia. Wenn wir es nicht hinkriegen, lässt sie es an den Teufeln aus und unsere gesamte Arbeit wäre verloren. Mel, arg. Wissen Sie überhaupt, wie das hier funktioniert? Olivier, sie hat ihren eigenen Druck. Mel, das ist mir bewusst, aber wir wissen schon Überstunden. Und wenn besprechen wir, wie die Story von den Teufeln, wie sich die Story von den Teufeln ändern muss, um diese Observatoriumsgeschichte unterzubringen. Wie soll ich das verkaufen? Olivier, gar nicht. Das ist zu heikel. Mel, also sammeln wir die Erinnerungen ohne Grund. Olivier, nicht ohne Grund. Letizia wird sie verwenden. Mel, das ist lächerlich. Sie wollen, dass wir unser Leben der Auffindung von Informationen widmen, die wir nicht ausarbeiten, verstehen oder verwenden dürfen?
Das kurbelt die Verkäufer nicht an und die Arbeit meiner Leute wird nie öffentlich gewürdigt werden. Wie soll ich sie dazu motivieren? Ich weiß nicht. Geben Sie ihnen ein Frühstück aus. Schokocroissants, Kaffee. Tun Sie so, als würden Sie etwas Likör für Ihren Kaffee reinschmuggeln. Spendieren Sie Bier zum Launch. Verwöhnen Sie sie. Die werden es Ihnen verzeihen. Schon wieder? Darauf werden Sie nicht ewig reinfallen. Doch werden Sie. Brot und Spiele. Schlagen Sie es nach. Das gibt es tatsächlich. Kommen Sie im Ernst. Es war mein Ernst. Denken Sie daran. Das alles kommt nicht von mir. Letizia braucht, was sie braucht. Wenn Sie das Projekt fortführen wollen, müssen Sie sie zufriedenstellen. Das Observatorium hat jedenfalls nichts mit den Piraten zu tun. Das würde die Sache nur unnötig verkomplizieren, wenn die Action nicht mehr im Mittelpunkt steht. Aber es ist faszinierend. Es ist viel erwachsener und komplexer. Ich kann nicht glauben, dass ausgerechnet ich das sage. Aber wir wären verrückt, wenn wir das nicht benutzen würden. Stellen Sie sich vor, wir könnten es gleichzeitig für Piratenfans und für Verschwörungstheoretiker vermarkten. Das Wachstumspotenzial wäre enorm. Wir können es nicht verwenden. Also fragen Sie bitte nicht weiter nach. Das ist doch bescheuert. Wie Sie sehr wohl wissen, Melanie, ist die Firma eine Tochter von Abstergo Industries. Und Abstergo Industries vertritt eine andere Firmenpolitik, hierarchisch und regelorientiert. Das mag uns nicht immer gefallen, aber wenn wir mit dieser Firma Fortschritte machen wollen, müssen wir vorsichtig sein. Sie beschützen sie. Ich beschütze sie? Ich weiß, dass wir ab und zu unterschiedlicher Meinung sind, aber ich weiß auch, wie wichtig ihnen ihre Arbeit ist. Ich will nicht, dass sie sich selbst disqualifizieren. Wir brauchen sie. Verstehen Sie das? Ja. Ich verstehe. Ich soll meine Kräfte nicht da verschwenden, wo es nichts bringt. Ich weiß nur nicht, warum mich diese eine Sache im Moment so aufregt. Vielleicht bin ich einfach müde. Also muss ich keinen anderen finden, der mir hilft? Nein, wir kriegen das irgendwie hin. Ich bringe auch persönlich den Likör fürs Frühstück mit. Lol, danke. Ich finde schon einen Weg, sie zu motivieren. Wenn Sie sich denn besser fühlen, kann ich Ihnen ein Geheimnis verraten. Was? Wenn wir mit dem Observatorium Erfolg haben, kann Abstergo vielleicht eine Las Vegas-Attraktion bauen, die den Release der Teufel begleiten könnte. Was? Was? Die Geschäftsleitung ist an einer Partnerschaft mit diesem Aquazirkus dran, den Sie so mögen. Stellen Sie sich vor, mit dem ganzen Team da zu feiern. Bei einer Live-Show mit Gladiatoren, Assassinen, versus Templer, versus Piraten, versus Haie. Wow, ich bin beeindruckt. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Ach, ich habe alle möglichen kleinen Dinge hier in meinen Dateien gespeichert. Ich bilde mir immer ein, dass ich sie in einem ruhigen Moment sicher irgendwie verwenden kann. Aber es gibt nie ruhige Momente. Ich weiß, was Sie meinen. Naja, irgendwann gehen Sie in den Ruhestand. Nicht, wenn ich Glück habe. Ich auch nicht. Interessant. Jetzt strategisch rangehen. Das wäre ein potenzieller Vektor. Dort hätten wir vielleicht dort einen Vektor, aber da kommen wir nicht hin, wenn ich das richtig sehe.
Also, das wird ganz kurz, Dad. Etwas, um euch an mich zu erinnern, wenn es schief läuft. Wenn ich heute nicht aus dem Tempel zurückkehre. Ich habe versucht, optimistisch zu sein, aber ich kann nicht. Ich glaube, so viel Zeit in Connors Erinnerung zu verbringen, hat mich ängstlich gemacht. Seine Geschichte ist auf so viele Arten schmerzhaft. Trotzdem hat er nie die Hoffnung verloren, selbst als sein Vertrauen in andere schwand. Ich kann nur glauben, dass wir das Richtige tun, dass ich diese Katastrophe aufhalten kann. Ich weiß, dass... Ich meine, die Technologie ist da, sie wartet nur auf uns. Ich bin das letzte Puzzleteil. Etwas in meinen Genen oder Erinnerungen. Ein letztes Stück Code, mit dem das alles aktiviert wird. Deshalb bin ich hier. Deshalb haben sie mich hergeführt. Nur, ich weiß nicht, was es mich kosten wird. Meine Gesundheit? Mein Leben? Es ist unmöglich zu sagen. Ich weiß nur, unser Kampf gegen die Templer wird nicht vorbei sein. Was auch immer in dem Tempel ist, ist kein Ende. Nur ein weiteres Kapitel in dieser endlosen Geschichte. Und es wird dein Job sein, und Moms, und Seans und Rebeccas, die Seiten weiter umzublättern. Weißt du, ich muss immer an ein Zitat von Orson Welles denken. Irgendwie so, wenn du ein Happy End willst, kommt es darauf an, wo du deine Geschichte enden lässt. Und vielleicht ist das die Antwort. Vielleicht marschieren die Menschen deshalb immer weiter. Wenn da drin etwas schief läuft, Dad, wenn mir etwas zustößt und du meine Geschichte in vielen Jahren erzählst, bitte erzähl davon, wie ich von der Spur abkam und sie dann wiederfand. Gerade rechtzeitig, um die Welt zu retten. Und lass sie da enden. Dann können wir alle weiter lächeln. Leb wohl, Dad. Grüß Mom von mir. Sag ihr, ich liebe sie, okay? Sag ihr, ich liebe euch beide. Ich liebe euch beide. Okay. Notiz. Die Nummer 15. Dann stiefen die Revolutionen in Amerika und Frankreich neue Entwicklungen an und führten zu weiteren Revolutionen in Russland und Mexiko und Indien. Und diese widerwärtige Liste geht weiter, denn Männer und Frauen kämpften und starben für das Recht, träge und krank und befriedigt zu sein. Aber sie möge uns ins Grau führen, ist nach Zehntausenden von Jahrtausenden des Schlafes erwacht und wir unterwerfen uns, um an ihrer Seite zu leben und zu arbeiten. Wir sind Instrumente des ersten Willens. Oben noch was Spannendes in der Chefetage finden.
hatten wir Note. Schauen, dass wir hier was Lustiges modelliert bekommen. Das sieht erstmal ganz gut aus. Scheiße. 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 Warum bin ich eigentlich so gehetzt gerade? Haven Kenway, weltmännisch, charmant und clever, war eine heldenhafte Figur für eine Generation, die sich verzweifelt nach einem entscheidungsfreudigen, charismatischen Führer sehnte. Er wurde von seinem undankbaren Sohn brutal erschlagen, der die Weisheit seiner pragmatischen und toleranten politischen persönlichen Anschauung nicht schätzen wusste. Kenways Amtszeit als Großmeister des kolonialen Ritus endete abrupt im Jahr 1781. Stimmt, Connor war ja nicht unser Sohn, sondern unser Enkel.
dann könnte es wirklich sein, dass wir mit N. Bonnie wirklich final noch einen Sohn gemeinsam bekommen. Nur so als ganz bescheuerte Idee. Hier kommen wir nur ins Büro. Und dann hieße das erstmal gleich zurück in den Animus. Irgendwo ist hier noch eine nicht gefundene Haftnotiz, aber wenn wir sie jetzt nicht wirklich finden, dann finden wir sie gerade nicht. Dann fahren wir jetzt erstmal eine Etage tiefer. Karte, ob wir hier noch was Spannendes sehen. Nein, dort drüben wäre dann unsere Hauptmission. Bevor wir, wie gesagt, in Animus versinken, würde ich wahrscheinlich hier jetzt erstmal einen Cut einplanen. Nachdem wir sozusagen die Neuzeit ein ganz klein wenig weggehackt haben. Gentlemen, wie gefällt es euch hier? Es wird uns sicher reichen. Doch unser Ziel muss es sein, uns noch weiter zu verteilen. Unter den Menschen, die wir schützen, zu leben und zu wirken, so wie Altair ibn La'ahad es uns lehrte. Nun, bis es soweit ist, nutzt es nach Belieben. Edward, Captain Woods Rogers Wunden sind verheilt. Er ist wieder zurück in England, entehrt und verschuldet, bleibt aber gefährlich. Das erledige ich bei meiner Rückkehr. Ihr habt mein Wort. Namt Anne. Edward? In den nächsten paar Monaten segle ich nach London. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mitkämst. England ist die falsche Richtung für eine Frau aus Irland. Bleibst du hier bei den Assassinen? Nein, ich habe nicht die Überzeugung im Herzen. Und du? Irgendwann, ja. Wenn mein Geist zur Ruhe kommt und mein Blut sich abkühlt. Schiff voraus! Es nähert sich der Bug! Britische Flagge. Du bist ein guter Mann, Edward. Und wenn du es einst länger als eine Woche an einem Ort aushältst, wirst du auch ein guter Vater. Of all the money that e'er I had, I spent it in good company. And all the harm that e'er I've done, alas, it was to none. And me, and all I've done for want of it, to memory now I can't recall. So fill to me the parting glass
you're sorry for my going away and all the sweethearts that e'er I've loved. They'd wish me one more day to stay. But since it falls unto my lot that I should rise and you should not, I'll gently rise and softly call. Good night and joy be with you all. Good night and joy be with you all. Ja, und so kommen wir denn doch früher als gedacht zum Ende von diesem EP. Mit einem schönen Parker, Song. Konntest du schon immer ein Boot segeln? Die Jackdaw ist ein Schiff, Jenny. Kein Boot. Aber hast du es denn gekonnt? Nein. Nein, erst als ich Bristol verlassen hatte. Ah, als du Mom. Ich hab deine Mutter nicht. Ich ging jedenfalls nicht ohne Verabschiedung. Es war eine Abmachung, weißt du, zwischen deiner Mutter und mir. Sie sagte was anderes. Sie sagte, du sprachst immer davon, ein Boot zu segeln und in der neuen Welt reich zu werden. Ich wollte immer ein Schiff segeln. Das stimmt. Aber nicht zum Spaß, sondern für uns, damit sie versorgt ist. Und du? Ich nicht. Mom sagte, du wusstest nichts von mir. Du hättest nur einmal im Jahr geschrieben und sie hätte nie gewusst, wo du gerade warst. Das ist wahr und es tut mir sehr leid. Hätte ich es früher gewusst, wer weiß. Vielleicht wäre ich gekommen. Ich hoffe, das wäre. Nun, du hattest zu tun. Da bin ich sicher. So war es doch. Das wäre egal gewesen. Kann ich dein Boot steuern? Boot? Ich sehe kein Boot hier. Du etwa? Ach, ich meinte Schiff. Das weißt du doch. Ich sehe da sowieso keinen Unterschied. Ah, dabei ist es ganz einfach, Jenny. Ein Schiff kann ein Boot tragen. Aber ein Boot kann kein Schiff tragen. Na, dann ist doch alles ein Schiff. Ob groß oder klein, außer mein Spielzeugboot. Das, mit dem ich immer baden gehe. Das hast du sehr klug beobachtet. Ist es schwer, über Caroline zu reden, Jenny? Über deine Mutter? Nein. Sie starb vor vielen Jahren. Sie fehlt mir sehr, doch das geht schon. Hatte sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Sie war eine ganze Weile sehr glücklich. Dann nicht mehr so sehr. Da habe ich sie kaum noch gesehen. Und dann war sie fort. Das tut mir leid. Tut mir leid, dass ich nicht für dich da war. Ach, schon gut. Jetzt bist du hier. Und wir erleben Abenteuer. Aber nur ein ganz kleines, hoffe ich. Ich vertrage keine großen Überraschungen mehr. Glaubst du, wir sehen einen Wal? Ja, das ist sehr gut möglich. Hm. Und was ist mit Piraten? Werde ich Piraten sehen? Nein. Das ist sehr unwahrscheinlich, denke ich. Oh, das ist schade. Ich hätte so gerne einen gesehen. Ich sag dir was, Jenny. Sobald sich der Wind etwas gelegt hat, darfst du die Jackdaw steuern. Ein Abstecher ans Ruder, bevor es dunkel wird. Oh ja! Und der macht sich doch gar nicht mal so schlecht.
Miss Jennifer Kenway, darf ich mich euch vorstellen? Jennifer Scott, wenn's recht ist. Verzeihung, ich... Meine Tochter wuchs bei ihrer Mutter auf, Caroline, bis sie vor ein paar Jahren verstarb. Jenny zieht ihren Namen dem meinen vor. Ah, verzeiht meine Unkenntnis. Ich schon, sie vielleicht nicht. Vater, hilf mir! Der kleine Rotzlöffel dagegen ist ein Kenway. Was ist los, Hatham? Ich kann die Bühne nicht sehen. Hoch mit dir. Besser so? Ja, doch wird dein Arm nicht müde? Hey, so alt bin ich noch nicht. Und falls ich ermüde, können wir ja gehen und deine Mutter treffen auf eine Schokolade bei White's. Wie klingt das? Ja, bitte. Gut, still jetzt. Ja, er macht inzwischen eine gute Figur als Vater. Jetzt nur die Frage, wer seine Mutter ist. Wobei Anne dort meiner Ansicht nach sehr, sehr gut gepasst hat. Und das hätte wahrscheinlich zu viele Fäden zusammengeführt. Evelyn. Wo wir mal wieder mit Evelyn Grand Prix zusammentreffen werden. Und schauen, was dort Spannendes ansteht. Aber ich bin mal gespannt, in welche Richtung das sich weiterentwickeln wird. Sagen. Trotz der teilweise doch sehr, sehr großen Menge an Grinding und den leider etwas sehr, sehr länglichen Schiffsgefechten, um ein bisschen Geld mit der eigenen Flottille zu machen, war das doch, glaube ich, ein richtig schön stimmiger vierter Teil. Wenn die Add-ons ähnlich genial sind, wie es zum Beispiel beim dritten Teil der Fall war, dann steht uns, glaube ich, ein ganz spannender weiterer Teil aus. Hier schon mal diesen Teil. Der Guilty Pleasures
soweit rausstreichen und mich dann nachher schon mal vorbereiten für das nächste Add-on. Aber vielleicht bekommen wir ja am Ende dieser Folge noch einen spannenden Einblick. Das hatten wir meist bei allen Teilen von Assassin's Creed, dass wir am Ende nochmal so einen gewissen Sneak Peek bekommen haben. Ich glaube, die Reihe wird uns garantiert auch noch in diesem Zuge ein gutes Stück begleiten, weil stehen noch einige Teile aus. Der eine oder andere vielleicht ein bisschen flotter, der andere ein bisschen langwieriger. Ansonsten muss ich auch immer schauen, ob man vielleicht demnächst statt über Tastatursteuerung, die eigentlich ganz angenehm ist, doch angenehmer über Gamepad das Ganze angeht, aber ich glaube an der Stelle werde ich wohl, wenn sich da nicht ganz viel tut, doch lieber bei der Tastatur bleiben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, demnächst den Veröffentlichungszyklus ein ganz klein wenig anzupassen. Zumindest wenn alles klappt, dann wird das wahrscheinlich so laufen, dass ihr unter YouTube zu sinnvollen Uhrzeiten in passiven Portionen das Ganze bekommt und nicht mehr sozusagen die üblichen 24 Stunden nach Twitch, wobei man halt die groß angelegte Runde wahrscheinlich denn deutlich mehr als Stück bei Twitch veröffentlichen wird und dann schaut, dass man irgendwo halbwegs regelmäßige Termine fährt oder halt zwischendurch so lange, wenn man gerade Zeit und Lust hat. Und eben gerade kleiner Spaßfaktor, da waren schon Credits für die Aveline-Mission. Denn ich meine, in der Hauptstoryline haben wir Aveline gar nicht getroffen.
Einzige, wo ich mir nicht sicher bin, ob es so optimal gelöst war, waren teilweise die Audiosequenzen von Subjekt 0, die halt großteils in Englisch verfasst waren. Was garantiert für die englische Localization richtig praktisch ist, wo wir dann halt letztendlich nur die Erlebnisse in Deutschland auf Deutsch sozusagen dargestellt haben, aber in der deutschen Version wäre es halt schön gewesen, wenn diese eingedeutscht wären. Aber man kann ja nicht alles haben. Auch einige der NPCs waren leider nicht mit eingedeutscht. Da bin ich mir nicht ganz sicher, inwieweit ich das störend oder eben nicht störend fand. Vielleicht wäre es nochmal ein bisschen praktischer gewesen, wenn man auch die Spanier denn teilweise Spanisch hätte labern hören, aber ich bin mir nicht sicher. Bei den älteren Teilen hatten wir halt eine Vollsync. Zumindest bis auf die Sachen, wo zum Beispiel Connor auf dem indianischen Dialekt gesprochen hat. Sieht hier auch, wir sind hier im AAA-Segment, wenn man einfach nur die Credits betrachtet. Denn dort haben wir wirklich massive Mengen an Beteiligten.
auch immer wieder spannend. Ich glaube auch schon bei den letzten Teilen hatten wir das, dass bei den Credits auch zwischendurch zwischengespeichert wurde. Ja, was fällt mir sonst noch zu Black Flag ein zu sagen? An sich ist auf jeden Fall ein richtig gutes und rundes Spiel, man an sich nach. Ja, man sieht an ein paar Ecken, dass es 2013er Baujahr ist, aber im Großen und Ganzen. Ich sag mal so, es kann auch mit dem einen oder anderen, was heute rauskommt, problemlos mit anstehen. Ebenso werde ich wahrscheinlich auch auf das Crusader Kings LP von Leon letztendlich einen Deckel machen. Letztendlich einfach auf der Tatsache, dass wir im Nahen Osten inzwischen als Nachfolger gelandet werden und ja gar nicht mehr so viel um den spanischen Erbfolgekonflikt zu tun hat. Ich glaube, das geht dann ein ganz klein wenig an der Thematik vorbei. Und wenn man dann das nächste Mal wieder Bock hat, ein bisschen in Cities weiterzubauen. Das ist ja so und so ganz spezieller Fall.
schauen. Vielleicht schneide ich auch diesen Teil dann gleich nochmal hinten an den 50er ran. Weil letztendlich ist, glaube ich, ein bisschen schade drum, wenn wir diesen Teil alleinstehend veröffentlichen. Ich sag mal, wirklich viel Story-Content werden wir nicht haben. Wenn ich das richtig sehe, haben wir doch nicht mal die Geschichte, dass wir so richtig einen Sneak Peek auf irgendwas auch nur bekommen. Das finde ich jetzt aber wirklich ein bisschen schade. Denn das war teils in den anderen Teilen noch ein bisschen schöner gelöst. Dass man da noch mal so einen kleinen Sneak Peek bekommen hat. Aber daher werde ich jetzt hier diesen Teil nicht so sehr unnötig in die Länge ziehen, sondern stattdessen diesen hinten an den 50er dran schneiden. Und bedanke mich für euer Zuschauen und wir sehen uns entweder vielleicht sogar schon heute Abend oder ansonsten die Tage, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag, und zwar in diesem Falle, ich wechsle jetzt mal Richtung Hauptmenü. Und zwar wäre hier Aveline der DLC, den wir jetzt halt angehen würden. Und wenn wir mit Aveline durch sind, geht's weiter Richtung Freedom Cry, Schrei nach Freiheit. Daher, halt die Ohren steif, euer Gentleman.